Die Weizenkörner sind vom Pilz befallen. Die weißen und roten Körner sind mit Mykotoxin belastet. Der ganze Kübel ist unbrauchbar. Der René Lüscher aus Hallau malt den Weizen für die Bauern. Dieses Jahr kann er die Lieferungen oft nicht annehmen. Wenn der pilzbefallene Weizen in den Markt kommt oder auch für Futterzweck gebraucht wird, für Saufutter, ist das ein tödlicher. Wenn der dort in den Kanal kommt, die Säue, die verwerfen und alles zusammen. Also, es ist wirklich happig, oder? Vor der Annahme testet er den Weizen gerade vor Ort. Neben der Qualität wird jetzt auch auf den Pilz getestet. Die Dicke der Testlinie zeigt, ob die Probe vom Pilz befallen ist. Man merkt, dass die Enttäuschung da ist. Das merkt man gut. Es ist natürlich auch so, sie haben auch ein Drittel weniger Ertrag gesamthaft. Und dann dazu noch einer. Also sie haben im Prinzip fast einen Totalausfall, wenn es schlimm kommt. Oder? Und das ist natürlich, ja, man spürt es. Gespürt hat das auch der Bauer Hans-Uli Nohl. Zwei von seinen drei Weizenlieferungen sind vergiftet gewesen. Ich bin eigentlich nichts ahnend, hat Zusammenstell gefahren, wie üblich, mit der ersten Ladung Weizen. Ich habe mir festgestellt, dass das eigentlich recht schlecht ist. Es ist sicher eine bittere Sache und mit sehr grossen Verlusten, auch Frankenverlusten natürlich. Besonders schlimm ist das, weil der Rest des Jahres schon viele Rückschläge für die Bauern mit sich gebracht hat. Natürlich hat man immer mal wieder Jahre, wo es nicht so gut läuft. Aber dieses Jahr folgt eigentlich, wie soll ich sagen, eine Pflanzengattung oder ein Produkt am anderen. Es hört eigentlich nicht auf. Aber. Gegen den Ertragsausfall von einem Grossteil des Weizens gibt es kein Gegenmittel. Darum kann man nur abwarten. Nein, im Prinzip kann man da nichts machen. So lange haben wir jetzt nasses Wetter gehabt, das ist unmöglich. Also dieses Jahr können wir einfach abhaken. Neues Jahr wieder, sieht es wieder ganz anders aus. Auch wenn die Weizensaison noch nicht vorbei ist, ist jetzt schon klar, dass die Ernte für die Bauern zünftig ins Wasser fällt.